Willkommen zurück zu Let's Play Lollipop Chainsaw für die Xbox 360. Wir waren gerade auf dem Parkplatz und begeben uns jetzt zur High School. An die Romero High. San Morero High. Whatever. Ihr seht, ich habe jetzt eine andere Kamera genommen, weil ich habe ehrlich gesagt schon mal 20 Minuten von dem Level jetzt gespielt. Dann ist aber der Akku abgekackt. Ich habe mir das Video angeguckt und es war grauenvoll mit anzusehen. Schaut euch erstmal die Szene an. Julia? What? Am I okay? Yeah. Basically. I feel okay. I feel good. Julia, I'm not a zombie. Not at all. Oh no. How do you know how to perform a magical ritual on my decapitated head? There's some stuff I didn't tell you before, okay? I didn't want you to think I was weird. I'm kind of, sort of, Juliet? Don't know how to say it exactly. Zombies! Zombies! Come and kill us now! Ich finde die Szene so toll. Ich mag die. Weiß auch nicht. Habe ich schon beim ersten Mal so gelacht. Ja, Moment, weg hier. Aber wie ihr seht, obwohl ich jetzt schon 20 Minuten mehr gespielt habe, als ich sollte, ich komme mit dem Gameplay immer noch nicht zurecht. Genau, aber das habe ich mittlerweile drauf. Vom Schritt bis zum Scheide die Zombies zu durchsägen. So. Das könnte man zwar zerstören, aber ich glaube, hier war nicht großartig was. Gut. Ah, hier ist noch ein Zombie. Komm her. Gute Nacht. Ja, aber ich werde nicht gegessen, falls du das vorhalten solltest. Mein lieber Kollege. Hier waren Münzen drin, genau. Das sind eigentlich wirklich nur die Mülleimer, wo was versteckt ist. Das ist ein bisschen schade. Ah ne, stimmt gar nicht. Hier, in den Wandschränken waren auch Münzen versteckt. Das habe ich auch erst später rausgefunden. Da war die Aufnahme auch schon fast vorbei, wo mir das dann aufgefallen ist. Ah ja, warum drücke ich nicht einfach A, ich Depp? Das sind schließlich die unteren Schränke. Na? Ich will jetzt diesen Schrank öffnen. Hätte ja sein können, dass was drin ist. Gut, die obersten noch. Wunderbar. Und jetzt hier rein. Gut. Ein Mathelehrer. Wer wollte nicht schon immer mal seinen Mathelehrer töten? Okay. Einer ist noch. Wo ist er? Na, komm her. Du hast falsch gemacht? Jetzt.
Okay, ich wollte jetzt eigentlich alle mit Pompon angriffen, außer Gefecht setzen, aber irgendwie werden wir andauernd angegriffen. Nein. Okay, gehen wir halt nur Kettensäge dazwischen. Kann ja nicht wahr sein. Ich mache hier so ein bisschen Button-Smashing. Ich tue mal ein bisschen Springen, ein bisschen Pompon, ein bisschen Kettensäge und hoffe einfach mal, dass was draus wird. Das kann ich ja nur bei solchen großen Horden machen, weil ich weiß nicht, wie ich da vernünftig taktisch vorgehen soll. Und falls ihr euch gerade ärgert, dass ich immer noch mit dieser Scheißkamera aufnehme. Heute ist zwar Wochenende, aber am Montag werde ich mir dann endlich mal so ein Gerät zum HD-Aufnehmen besorgen. Das geht nämlich selber tierisch auf die Nerven. Mit dieser scheiß Kamera. So toll, wie sie versucht, die Scheibe einzuschlagen. Okay, erstmal noch die paar Schrankchen hier. Okay. Und jetzt Mitschüler retten. Weg. So, vor allem der da hinten muss gerettet werden. Der hat nämlich dieses SOS auf dem Kopf. Über dem Kopf. Oh, sag mal. Geht's noch? Was ist den Mitschülern geschrieben? Na? Das war jetzt vermutlich diese Spezialattacke, die ich im ersten Level gekauft habe. Okay. Na, warum klappt das jetzt nicht mehr mit in der Mitte zur Teile? Na, alle weg hier. Lass den Jungen in Ruhe. Ach, jetzt bremsen sie mich an. Ihr Schweine. So, gute Nacht. Hätte ich erstmal die Mitschüler hier noch, da hinten ist ein Lolli. Ah ja, richtig, du gibst mir ja noch Geld, weil ich dich gerettet habe. So, Lollipop, wie viele habe ich? 5. Wunderbar. Lass das gottverdammte Mädel in Ruhe. Irgendwie macht das echt Laune, das Spiel, ich weiß nicht. Es liegt nicht an den Blutfontänen, sondern es liegt einfach daran, dass es unglaublich Laune macht. Ich bin schon richtig froh, dass es sogar ab 16 eingestuft wurde, weil ab 18 wäre irgendwo ein bisschen lächerlich gewesen. Obwohl das natürlich schon einen hohen Grad an Brutalität aufweist. Das kann man nicht unter den Tisch kehren. Aber es ist halt auch unglaublich lustig einfach. Hier, kommt reingejumpt, macht deine Hausaufgaben. Einfach nur unglaublich funny. So, lass den Mitschüler in Ruhe. Na? Kann ja wohl nicht sein. Ja. Wieso hat der Depp jetzt einen Haken durch seinen Namen? Der Mathelehrer? Verstehe ich nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall einfach mal auf den drauf dreschen. Hier unten nicht noch rum, sag mal. Kann ja wohl nicht sein. So, los über den drüber und genau. Und nochmal. Genau. Stirb! Wonderful! So, den haben wir gerettet. Gibt uns auch noch ein bisschen Geld. 4 von 8 gerettet. Wunderbar. So, gucken wir mal, ob wir irgendwo... Why would somebody do that? Yeah.
Ja genau, jetzt habe ich mich auch schon gefragt, warum den Zombies Dynamit umgeschnallt wird. Aber ich denke mal, wir werden da schon noch eine Antwort drauf bekommen. So, wo muss ich denn hier hin? War hier auch noch ein Teil? Nee. Leicht verguckt. Die Cops. Das ist ein Mitschüler. Wie komm ich denn an den ran? Oder habe ich den schon gerettet? Nein, ich weiß es nicht. Jedenfalls... ist hier eine kleine Überraschung. Jetzt die hässlichen Minispiele. Ah, oh, hab mich da verdrückt. Wow, obwohl ich mich verdrückt habe, habe ich es noch geschafft. Lustig. So. Nick, look. If I use this ticket, I can totally use your cool powers. Whatever, dude. Der hat gar keinen Bock mehr. Ja, was auch immer. Mach mal. So, gehen wir mal in den Shop. Hol uns wieder diese geile Musik an. Gefällt mir super. So, Klamotten. Genau, leger und sexy für 10 Platinmünzen. Das ist mir zu teuer, weil mir diese Musik nicht. Diese Musik, sag ich mal. Diese Kleidung nicht wirklich gefällt. Verdammt nochmal. Und wenn das dreimal leger und sexy heißt. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich wollte erstmal Gesundheit und Upgrades und. Genau, Krafthanteln kaufen hier. Um stärker zu werden. Was kann man noch kaufen? Aromatisches Yogaöl. Nehmen wir mal mit. So, haben wir noch 88? Können wir vielleicht noch eine krasse Fähigkeit kaufen? Nee, 88 ist ein bisschen zu wenig. Gut. Können wir aber hier nochmal was einkaufen? Nämlich. Lolli, Nick-Ticket. Nee, brauchen wir doch nicht mehr. Gibt's nur MP3s? Zombie Festival All Day. Forscher? Klingt auf jeden Fall gut. Aber drei. 3 Platinmünzen ist mir dafür doch zu teuer. Okay, dann. Gehen wir lieber weiter. Den Knilch da hinten retten. So. Genau, jetzt fehlt dir nämlich die Anzeige. Es wird mir eigentlich gesagt, dass ich nichts Fähigkeiten benutzen kann. Und zwar indem ich den linken Stick reindrücke und die ausgewählte, also die gewünschte Attacke mit A auswähle. Getroffen. Wunderbar. Das Grinsen in seinem Gesicht. Sogar eine ziemlich lustige Attacke eigentlich. Das heißt ja, du bist spät dran, du kannst froh sein, dass ich dich überhaupt rette, Junge. Ja, kommt her. Nein. Lass mich in Frieden, sonst muss ich gleich wieder Lolli essen. Lolli lutschen, besser gesagt. Lolli tut mir eigentlich nie essen. Das war's für dich, Kollege. Thanks a lot.
So, jetzt erstmal Lolli essen. Zombie Cop. Der Spruch ist so cool irgendwie. Ja. Ein Zombie mit einer Knarre ist wirklich nicht fair. Na, komm her. Und nochmal. Ist einfach die stärkste und bis jetzt am einfachsten auszuführende Attacke. Sterben tut so weh. Du bist schon mal gestorben, Junge. Du müsstest wissen, wie sich das anfühlt. So, hier schnell die Schränke öffnen. In Hoffnung, dass eben Geld drin versteckt ist. Also hier diese Medaillen. Diese Münzen. Ich nenne es einfach mal Münzen. Das ist nicht. Irgendwie stand da mal was von Medaillen, aber Münzen klingt irgendwo doch besser und sehen ja auch aus wie Münzen. Also, wo rennt der denn jetzt hin? Limonade ist schlecht, ja genau. Ich will aber erstmal hier hinter das Zeug einsammeln. So. Jetzt müssen wir die Zombies töten, bevor sie explodieren. Das ist bei den zwei hier noch relativ einfach eigentlich gewesen. Ich wusste schon, warum ich mit eigentlich angefangen habe. So, schneller. Soll das Ding jetzt erzählen? Genau, und dann können wir hier drüber springen. Wie akrobatisch sie das auch macht. Trotz Kettensäge in der Hand. Oh, die kurze müssen wir retten gehen. Wenn wir nicht gerade gegen die Wand laufen. Natürlich im besten Fall die scheiß Dynamitviecher hier. Na also. Hab gerade schon wieder ein bisschen Panik geschoben. Na kommt her. Lass die Kleine da oben in Ruhe. Okay, einer ist noch. Nein, 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 nein. Nein! Scheiße, ich war zu langsam. Verfluchter Dreck hier. Komm, stirb. Ich hab Bock, keinen Bock mehr auf euch. Komm. Lass mich in Ruhe, ey. Okay. Ja. Achso, ich brauch A-Taste. Nicht jetzt hier lang. Wenn die Viecher auf dem Boden liegen. Okay, hier vorne war noch eine. Da ist noch ein Knilch. So, war's das? Gut. Haben wir noch einen Lolli gekriegt? Kann man gleich mal essen? Da geht er hier mal was kaputt, sag mal. So, hier noch. Versehentlicher Vandalismus. Bedeutet, dass 300 Objekte im Spiel zerstört wurden. Aha. So. So, ab der Stelle weiß ich jetzt auch nicht mehr, was kommt. Ich wollte sagen, wir helfen den Zweien hier noch. Schnell, 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 schnell. Ah, du Arschloch. Das sind Menschen. Ach du Scheiße. Alter. Oh, was geht denn jetzt? Pulsstangen sind ideal, um mit Speed zu töten.
Ja, nee, ist klar. Ich denke, ich bin Cheerleaderin und keine Table Dancerin. Also. Kann ich euch irgendwie retten? Nee. Ich werde es auf YouTube posten. Ich stehe auf einem Professor. So. Oh Gott, der ist tot. Bombenzombies explodieren, wenn Feuerzombies sie erreichen. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Ja, komm her. Ich will eigentlich den Knirsch hier drin retten. Und ein Zombie-Ticket wäre jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Scheiße! Ich wollte nur, dass er den Mitschüler in Ruhe lässt. Perversling. So. Warum sind eigentlich so viele runtergelassene Tore? Schande. Wenn du mal Torlauf hast, läufst du über Zombie-Köpfe und Wohnungspunkte zusammen, ja? Das ist geil! Schön! Wunderbar! Einwandfrei! So. Liegen hier jetzt noch Münzen? Ja, da hinten. Wunderbar. Die sind so doof, alle beide. Ehrlich. Ich meine, es gibt kaum noch jemanden, der nicht weiß, dass Sensei Lehrer bedeutet. Es gibt genug Filme und Serien, wo sie es sagen. Ja. Komisch, so eine Metalltür hat die 0, nicht durch. Oh. Bei einer Holztür stellt sie sich an. Es geht nicht kaputt. Doch. Wusste ich doch. Muss gerade mal gucken. Zeit ist nämlich schon wieder um. Auch so ein Nachteil, wenn man mit der scheiß Kamera aufnimmt. Haben noch 3 Minuten ungefähr. Okay, dann gehen wir auch mal schnell durch die Tür. Wir werden aber nicht verlieren. What? Game's already started. Zombie basketball. Time you're killing of zombies. How many points can you rack up?